Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Versuch zum Doppler-Effekt. Heute haben wir für euch ein Demonstrationsexperiment dabei. Demonstrationsexperimente sind Versuche, die deutlich mehr Materialien brauchen, allerdings auch Messergebnisse liefern, um mit Formeln bestimmte Werte ausrechnen zu können. Für den heutigen Versuch haben wir wieder unseren Drehteller mit einem Stativ und einem Lautsprecher daran, der uns den Ton generieren wird. Auf dem anderen Stativ haben wir ein Messhandy aufgestellt, das mit der App Fyfox läuft. Fyfox ist eine Smartphone-App, die frei erhältlich ist und von der Universität Aachen entwickelt wurde. Wenn wir die jetzt einmal in die Kamera halten, dieser Reiter ist schon für den Versuch zum Doppler-Effekt. Wir sehen hier bei den Einstellungen eine Grundfrequenz von 1000 Hertz, die der Empfänger aussendet, müssen wir hier eingeben. Hier unten haben wir noch die Schallgeschwindigkeit mit 340 Metern pro Sekunde, was der Schallgeschwindigkeit bei ungefähr 20 Grad Celsius im Raum entspricht. Wenn wir hier den Reiter wechseln auf Ergebnisse, sehen wir zwei Diagramme. Das obere ist ein Frequenz-Zeit-Diagramm, gibt uns einfach den zeitlichen Verlauf der Frequenz an. Das untere Diagramm ist ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm und gibt uns dementsprechend die Geschwindigkeitsänderung an, die Fyfox aus der Frequenzverschiebung errechnet. Wollen wir diesen Versuch nun einmal durchführen, drehe ich das Handy wieder zurück, stelle jetzt mit diesem Handy auf dem Lautsprecher eine Frequenz von 1000 Hertz ein, starte auf unserem Messhandy den Messvorgang, werde das Ganze andrehen und dann schauen wir mal, was passiert. Das hat sehr gut geklappt. Schauen wir uns nun einmal die Graphen an, die wir bekommen haben. Wir sehen hier mit der orangen Linie das Frequenz-Zeit-Diagramm. Die Spitzen geben immer die Maxima an. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hatte ich die höchste Frequenzverschiebung in den positiven Bereich, zudem in den negativen Bereich. Schauen wir uns nun an, welche Werte wir bekommen haben. 1000 Hertz ist hier die Mittellinie, mit der der Sender ausstrahlt. Erreichen wir, wenn sich der Sender auf den Empfänger zubewegt, eine Frequenz von etwa 1004 Hertz. Bewegt sich der Sender vom Empfänger weg von 996 Hertz. Das heißt, wir haben einen Frequenzunterschied von 4 Hertz. Und nun können wir das Ganze mit der Formel zum Doppler-Effekt auf unserer Tafel nachrechnen. Schauen wir nun auf unsere Tafel, was wir gegeben haben. Die Frequenz des Senders haben wir mit 1000 Hertz eingestellt. Der Empfänger hat 1004 Hertz empfangen und die Schallgeschwindigkeit beträgt 340 Meter pro Sekunde. Hier die Formel für den Doppler-Effekt. Die Frequenz des Empfängers ist die Frequenz des Senders mal 1 durch 1 minus die Geschwindigkeit des Senders durch die Geschwindigkeit des Schalls. In diesen drei Schritten können wir das jetzt umformen auf folgende Formel, dass die Geschwindigkeit des Senders, die wir uns ja errechnen wollen, ergibt sich aus 1 minus der Frequenz des Senders geteilt durch die Frequenz des Empfängers und das Ganze mal der Schallgeschwindigkeit. Setzen wir unsere gegebenen Werte nun in diese Formel ein, bekommen wir eine Geschwindigkeit für den Sender von etwa 1,35 Metern pro Sekunde. Beachtet man nun den Radius, den unser Lautsprecher hat, und die Umlaufzeit von nicht ganz einer Sekunde, so können wir uns über die Rotation auch eine Geschwindigkeit des Lautsprechers ausrechnen. Und wir sind dabei auch auf etwa diesen Wert gekommen, wenn sich der Lautsprecher mit ungefähr 0,95 Meter pro Sekunde dreht. Das ist eine recht schöne Veranschaulichung des Doppler-Effekts. Man sieht, dass die App Fyfox wunderbar funktioniert, auch recht genaue Werte ausspuckt und es ist ein kleiner Versuch, das nachzustellen, wofür der Doppler-Effekt auch im Alltag verwendet wird, und zwar in Radarfallen, wo genau dieses
Phänomen zum Einsatz kommt, indem die Frequenzverschiebung, in dem Fall von Licht, gemessen wird und daraus auf die Geschwindigkeit des Autofahrers zurückgerechnet wird. So ist das allerdings deutlich sicherer für uns und wir brauchen keine Strafe zahlen, wenn wir mal zu schnell drehen. Ich hoffe, der Versuch hat euch gefallen und vielleicht könnt ihr den ja in der Schule oder mit den nötigen Materialien bzw. mit dieser App auch sehr schön allein nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen.